Ah, Frosch im Hals. Da war er. Hat's ihn gehört? Ah, gut. Dann können wir uns ja jetzt endlich unserem heutigen Champion widmen. Heute geht es um Blitzcrank, den großen Dampfgolem. Die Stadt Zaun ist ein Ort, an dem Magie und Wissenschaft aus den Bahnen geraten sind. Unkontrolliert durchgeführte Experimente haben die Stadt einen hohen Preis gekostet. Jedoch räumen Zauns lasche Restriktionen ihren Forschern und Erfindern so viel Spielraum ein, dass die Grenzen der Wissenschaft in immer kürzeren Abständen auf Gedeih und Verderb immer weiter hinausschieben. Unter diesen Umständen schaffte ein Team aus Doktoranden der Technaturgischen Universität von Zaun den Durchbruch auf dem Gebiet der intelligenten Dampfautomatisierung. Ihre Schöpfung, der Dampfgolem Blitzcrank, wurde entwickelt, Urteile spontan zu vollstrecken, um bei Zauns gefährlichen Abfallbeseitigungsprozessen Unterstützung zu leisten, da die Umstände oft eine Überwachung durch Menschen nicht erlaubten. Doch schnell zeigten sich bei ihm unvorhergesehene Verhaltensweisen. Mit der Zeit konnten die Wissenschaftler einen Lernprozess nachweisen und Blitzcrank wurde schnell zu einer Berühmtheit. Doch wie es traurigerweise oft der Fall ist, heimste ein anderer, Professor Stanwyck Piddedley, die Lorbeeren für die Erschaffung des Golems ein, auch wenn heute die meisten die Wahrheit kennen. Infolge des sich anschließenden rechtlichen Mahlstroms wurde offensichtlich, dass keiner der beiden Parteien wirklich am Wohlergehen des Dampfgolems gelegen war, und so ersuchte Blitzcrank demütig um persönliche Autonomie. Mit durch überwältigende Unterstützung der Öffentlichkeit gestärktem Rücken brauchte der freiheitlich gesinnte Rat von Zaun nur ein paar Wochen, um Blitzcrank zu einer vollkommenen, unabhängigen, empfindungsfähigen Wesenheit zu erklären. Als einziger seiner Art verließ der Golem Zaun. Der Streit hatte ihn betrübt und er fühlte, dass er nirgends so richtig dazu oder hingehörte. Seine Reisen führten ihn alsbald an den einen Ort in Veloran, an dem auch einzigartige Wesen willkommen sind, zur Liga der Legenden. Glücklicherweise konnte er seine Konstruktion leicht anpassen, um den Härten, die ihn auf den Richtfeldern erwarteten, gewachsen zu sein. Auch wenn Blitzcrank alles zerschmettern kann, was sich ihm in den Weg stellt, hat er wirklich ein Herz aus Gold, ummantelt von einem eisernen Rahmen in einer Hülle aus Stahl.